Also das Thema Stiftungen ist häufig auch Ergebnis einer Nachfolgeplanung, nämlich dann, wenn Vermögen als Einheit erhalten bleiben soll. Wenn es beispielsweise keine direkten Erben gibt oder keine geeigneten Erben oder wenn man mit Teilen des Vermögens Gutes tun möchte, gemeinnützige Einrichtungen unterstützt, dann ist das Thema Stiftungen wichtig. Da es nicht ganz einfach ist, sich mit dem Thema Stiftungen auseinanderzusetzen, haben wir als Sparkasse Koblenz vor mehr als 15 Jahren uns entschieden, eine sogenannte Dachstruktur zu schaffen. Und so ermöglichen wir Kunden es, mit wenigen Handgriffen und Unterschriften ihre eigene Stiftung zu gründen unter unserem Dach. Das Schöne am Stiften, das überlassen wir nämlich dem Kunden, nämlich die Namensnennung, die Dotation natürlich, also wie viel Geld soll in die Stiftung einfließen und natürlich, wer soll gefördert werden. Und mehr bedarf es eigentlich nicht, um alles andere, um die Arbeit, um Bürokratismus, Steuererklärung, Buchführung und so weiter, kümmern wir uns mit unserem Treuhänder zusammen. Wenn man so eine Stiftung gründet, dann muss man zunächst mal eine Idee haben, warum man das machen will und wofür. Und thematisch ist es für mich noch wichtiger sozusagen als die übrigen Überlegungen, wann es eben um die Sache geht. Mit kleinem Aufwand, mit kleinstem Aufwand, eine eigene Stiftung zu gründen und im Stiftungswesen dann Vermögensausschüttungen, Dividenden, Erträge, Zinsen, Zwecken zuzuordnen, die mir persönlich wichtig sind. Das ist Stiftergemeinschaft.